Beide! Beide mit sich! Helen Dawes! Gut gemacht! 6 Points! 6! Helen Dawes ist die 2. Manchmal schon, ne? Direktion! Der Platz 2 geht an die Sussex Giomari Großbritannien. Herzlichen Glückwunsch. Diese Truppe bei uns gestern und heute durch eine besondere Art des Teamworks ausgezeichnet. Wir gratulieren. Den werden wir heute sicher noch einmal sehen im Gala-Programm. Und ich sehe gerade an dem Gesicht, dass er gut drauf ist, also lassen wir uns überraschen. Josef Fuchs. Und ich habe bei uns letztes Mal geschossen. Und der Platz 9. Er geht an Max Wassmer von der Schweizer Kavallerie-Schwadron. Herzlichen Glückwunsch in die Schweiz. Thank you.
Sie willkommen, guten Abend. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Ich darf Ihnen unseren Bürgermeister vorstellen, den kennen Sie alle, Heinz Blei, der uns dieses Gelände zur Verfügung gestellt hat. Ein Applaus. Ehrlich. Und ich darf Ihnen den wichtigsten Mann des heutigen Abends vorstellen. Das ist Christoph Otten in der Uniform des Oberleutnant. Der Parcours aufgebaut. Bürgermeister, melde Parcours aufgebaut. Ja, wir brauchen noch ein Bodenziel. Ein Boden. Die Sequenz, bei der ein Bodenziel zunächst gestochen wird. Da sehen Sie, wo ich jetzt gerade stehe. Und danach muss man die Lanze durchschlagen, um dann ein Ziel, was auf Höhe des Pferdes ist, zu treffen. So, man schlägt die Lanze durch, greift sie um, dreht um, jawohl, und trifft das Ziel. Prima. Jawohl. Oder, wie die Übersicht gefehlt hat, sich einfach aufs Pferd zu stellen, mit wackeligen Beinen, in der Hoffnung, dass es kein Denken hat, um zu erkunden, was um sich geschieht. Das Ganze schaut so leicht und so easy aus. Ja. Und viel Spaß. Verdichtet. Nur so explodiert das Schwarzpulver. Würde man es einfach nur reinschicken, schütten, würde es einfach lediglich verbrennen. Und dieses Exerzierreglement. Vertrauen und Gehorsam. Das ist das, was wir hier abverlangen. Und nur ein Reiter und Pferd, der auch an Jagden hinter dem Bayerischen Schleppjagdverein von Bayern teilnimmt. Gut. Schmeißt die Lanze in die Luft und fängt sie wieder auf. Was diesen Reitern passiert. Es ist ganz egal, wenn Sie gestern Abend beim großen Ball dabei waren, meine Damen und Herren. Komische Geräusche von sich gab. Und die nicht aufzuwecken waren, auch wenn der Veterinär in den Stall. Wir bitten den Tierarzt in den Stall zu kommen. Der Tierarzt bitte in den Stall. Peter sitzen. Im Gegensatz zum Aachenbachschen Jagdwagen, der ein Türchen hatte, damit es den Gästen im Fond nicht an die Beine gezogen hat. Schweres Warnblut vorgespannt, übrigens typisch für die Thüringete. General Mackensen, der Herr Oberbürgermeister und eigentlich auch der Oberleutnant. Meisterschaft der Kavallerie zur Retraite angetreten. Meldet Oberleutnant von Ottenstein.